Hallo, mein Name ist Thor Alexander und in meinen Videos geht es um Auswanderung, Finanzen und Geld. Es geht nicht um Schafe. Die Frage, der ich heute nachgehen möchte, wie kannst du deine Abhängigkeit vom alten Finanzsystem reduzieren und trotzdem liquide und zahlungsfähig bleiben und nicht aussteigen? Die Antworten sind relativ kurz. Wer im alten Finanzsystem bleiben will, muss mit den Abhängigkeiten leben. Man kann natürlich versuchen, diese Abhängigkeiten zu reduzieren. Und da möchte ich jetzt einige Tipps geben. Beispielsweise kannst du die Abhängigkeit lindern, indem du weitere Konten bei verschiedenen Banken anlegst und vorzugsweise EU-Ausland oder auch gerne in der Schweiz oder Liechtenstein, wenn du das mit einer Reise dahin verbinden kannst oder auch in anderen europäischen Ländern, Russland, Türkei. Es lohnt sich immer, etwas Bargeld zu Hause zu haben. Das muss nicht immer alles in Euro sein. Das kann auch in anderen Währungen sein. Wenn du öfters in Polen bist, dann halt in Zloty oder in Dollar oder auch in Frank. Edelmetalle sind natürlich auch nicht ohne. Allerdings unterstützen sie natürlich nicht die Liquidität. Einige nutzen zwar Goldmünzen, weil sie eine kleine Stückelung haben, aber kiloweise würde ich das jetzt auch nicht zu Hause lagern wollen. Aber wie gesagt, Edelmetalle vorrätig zu Hause unterstützen die Sicherheit der Vermögenswerte. Und als Hausaufgabe möchte ich heute euch aufgeben, welches Geld wird im alten Zentralbanksystem nicht zentral gemanagt? Ich wiederhole nochmal, welches Geld wird in unseren Zentralbanksystemen nicht zentral gemanagt? Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal, lass einen Kommentar da oder komm in unsere Telekom-Gruppe und diskutiere dort die Antworten auf die heutige Hausaufgabe. Bis zum nächsten Mal. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.